Liebe Facebook-Freunde, hallo. Das EVK Düsseldorf hier. Marco Canata ist mein Name. Ich arbeite in der Unternehmenskommunikation. Und neben mir sitzt Professor Dr. Thomas Lauenstein. Er ist Chefarzt unserer radiologischen Klinik. Und bei Radiologen mag der eine oder andere vielleicht denken, ja, das sind ja die, die für die Diagnose zuständig sind, ja, die die Röntgenaufnahmen machen, die MRT-Bilder. Ja, ist auch richtig. Am EVK führen sie aber auch Therapien durch. Und eine relativ neue Therapie ist die Prostata-Arterien-Embolisation. Langes Wort kann man auch mit PRE abkürzen. Herr Professor Lauenstein, was ist denn die PRE grundsätzlich und bei wem wird sie durchgeführt? Ja. Also die PRE ist ein relativ neues Verfahren, was katheterbasiert ist und was wir bei Patienten, die eine gutartige Prostatavergrößerung haben, durchführen können, um eben Symptome von den Patienten zu lindern. Zu den Symptomen bei den Patienten mit Prostatavergrößerung zählen zum Beispiel häufiges Wasserlassen, aber auch eben der nächtliche Harndrang, dass also die Patienten nachts sehr häufig zur Toilette gehen müssen. Also ein Verfahren, das angewendet wird, um die Prostata zu verkleinern. Ganz genau. Das sind ja in der Regel etwas ältere männliche Patienten. Also man sagt zwar, dass im Durchschnitt ab dem 50. Lebensjahr die Prostata als Organ sich vergrößert, aber so der Durchschnittspatient bei uns ist irgendwo zwischen 60 und 75. Mhm. Also wenn Männer jetzt diese Symptome haben, wie zum Beispiel häufiges Wasserlassen, dann... Wenn die sich Hilfe holen wollen, wäre ja der erste Schritt, zu einem Arzt zu gehen, also zu einem niedergelassenen Arzt, konkret ein Urologe, der ist für die Prostata sozusagen dann zuständig. Und wenn der, wenn der niedergelassene Urologe dann sagt, hier haben Sie eine Überweisung, gehen Sie mal ins EVK, da macht der Professor Lauenstein eine PRE bei Ihnen. Ja. Jetzt kommt der Patient hier hin. Was machen Sie? Ja. Wie wird die PRE durchgeführt? Ja. Also Herr Canata, wirklich erster Punkt, ganz, ganz wichtig. Der Patient muss zunächst mal zum Urologen gehen, dass das auch die Diagnose stimmt. Und wenn der Patient dann zu uns kommt, dann machen wir das Verfahren der PRE. Und das hatte ich eingangs gesagt, das ist ein Verfahren, was eine Kathetertechnik nutzt. Bedeutet, dass wir über einen kleinen Schnitt in der Leiste unter Lokalbetäubung einen Katheter in das Blutgefäßsystem einführen und mit dem Katheter, ähnlich wie das auch der Kardiologe zum Beispiel bei der Untersuchung von den Herzkranzgefäßen macht, eben vorgehen, in dem Fall natürlich nicht zum Herzen, sondern eben zur Prostata und dann die Möglichkeit haben, wenn der Katheter eben in den Prostatagefäßen liegt, dass wir sogenannte Mikrosphären, das sind kleine Kunststoffkügelchen in das Gefäßsystem geben können. Dadurch bedingt wird dann der Blutfluss reduziert, also das heißt, die Prostata wird nicht mehr so gut durchblutet und die Prostatazellen kriegen eben weniger Sauerstoff, weniger Nährstoffe und schrumpfen und in der Gänze ist dann auch das gesamte Organ, was an Größe abnimmt. Okay. Wir haben ja auch ein Bild. Das heißt, Sie gehen dann hier über die Leiste mit dem Katheter und hier haben wir die Prostata. Ist der Patient in Narkose? Ist der wach? Ja. Oder wie darf ich mir das konkret vorstellen? Ja. Also der Patient ist nicht in Narkose. Wir machen das unter lokaler Betäubung, also an der Stelle in der Leiste, an der Katheter eingeführt wird, gibt es vorher mit einer kleinen Spritze eben eine lokale Betäubung, dass eben das Einführen des Katheters nicht wehtut. Aber der Patient ist wach. Also keine Vollnarkose. Das ist auch wichtig für uns, weil der Patient im Rahmen der Untersuchung auch das ein oder andere an Atemkommandos befolgen muss. Wir machen zwischenzeitlich immer mal wieder Röntgenaufnahmen und das ist eben ganz, ganz wichtig, wie gesagt, dass der Patient wach ist und eben kooperiert. Aber das Ganze hat auch natürlich den Vorteil, dass wir eben keine Narkose brauchen. Also auch das Narkoserisiko ist bei dieser Untersuchung eigentlich nicht vorhanden. Also auch gerade für, Sie haben ja es erwähnt, das sind so in der Regel so um die 60-jährigen Männer, gerade auch für diese Altersgruppe, denke ich mal, ein gutes Verfahren sozusagen. Absolut, weil es eben relativ schonend ist, weil es nur minimalinvasiv ist, also keine Operation darstellt und wir eben auch, wie gesagt, Komplikationen, die auch mal im Rahmen der Narkose auftreten können, eigentlich mit dem Verfahren umgehen. Wie lange dauert dann das Verfahren? Ja, so eine im
Im Durchschnitt dauert die PAE 2 bis 2,5 Stunden. Das ist aber individuell auch ganz unterschiedlich. Wenn die Gefäße mal ganz, ganz komplex verlaufen, also ganz viele Kurven machen und wir mit dem Katheter Probleme haben, wirklich in das Prostatagefäß zu kommen, dann kann die gesamte Untersuchung auch mal 3 Stunden dauern. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn die Anatomie sehr einfach ist, dann sind wir auch mal nach einer Stunde schon fertig. Mhm. Wenn Sie dann fertig sind, was passiert dann? Nimmt der Patient seine Sachen und sagt, ich bin dann wieder zu Hause? Ja. Nee, wir behalten die Patienten in der Regel 24 Stunden nach dem Eingriff hier im EVK zur Beobachtung. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, aber nach 24 Stunden geht es dann in der Regel auch nach Hause für den Patienten. Sie führen die PAE jetzt hier im EVK seit einem Jahr durch. Wie sind Ihre Erfahrungen mit dieser Therapie? Ja. Also wir haben seit 2018 etwa 40 Patienten mit dem Verfahren therapiert, haben sehr gute Ergebnisse. Wir haben natürlich auch ein Feedback von den kooperierenden Urologen und natürlich auch von den Patienten und können sagen, dass das Verfahren wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse bei etwa 90% der Patienten aufweist. Mhm. Nichts ist 100% im Leben, klar, es gibt auch immer mal Patienten, bei denen das weniger gut anschlägt, aber die Erfolgsquote ist insgesamt sehr, sehr hoch und wie gesagt, das Verfahren ist eben sehr schonend. Okay, das war's zum Thema PAE. Wenn Sie noch Fragen haben sollten, können Sie natürlich gerne in die Kommentarleiste schreiben. Ansonsten sagen wir Tschüss aus der radiologischen Klinik hier am EVK. Tschüss aus dem EVK.